Jo Leute, was geht ab? Euer Peacemax mal wieder am Start. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind hier in Kanada, in Montreal. Ich bin's wieder, Sebastian Vettel. Beziehungsweise der Sebastian Vettel, wo hier fährt. Wir, wie gesagt, in Kanada befinden wir uns in Montreal. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen. Zum einen spiele ich mit Tastatur. Ich wollte mal ausprobieren, wie das mit Tastatur zu spielen ist. Jetzt habe ich gerade meine Hand verschoben, deswegen habe ich hier den Unfall gebaut. Aber ich bin auch immer noch auf Platz 1. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ich habe mir zwar diesmal nicht vorgenommen, was für ein Platz ich werden will, weil es ja eh nie schafft, das einzuhalten. Und deswegen gerade mal Kerzen, muss ich gerade auf die Tastatur schauen. Auf jeden Fall kommen wir zum Qualifying. Ich natürlich, ich glaube, ich bin wieder nicht richtig angeschaut. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen was mitbekommen. Sebastian Vettel qualifying wieder recht ziemlich gut, außer am ersten. Da war er, glaube ich, nicht allzu gut. Da war uns was anderes besser. Kann euch aber nicht sagen, genau wer. Aber ich glaube, er war unter den Top 5 nur. Auf jeden Fall sehr schön anzuschauen. Die Strecke hier in Kanada ist eigentlich auch recht nice. Die eine Hahnhalle-Kurve, die wir gerade gesehen haben, wird wahrscheinlich morgen auch schon gleich zur Sache gehen. Und ja, einfach erstes Qualifying. Ging gar nicht so rein. Keine Ahnung, wer als Ausführung ist. Zweites Qualifying war dann, glaube ich, der Unfall. Kurz am Ende kam dann Massa mal wieder. In. Sagst du mir? Hier in Monaco. Hatte ja auch schon im Rennen, glaube ich. Was im Rennen oder Qualifying? Weiß nicht mehr genau. Ich glaube, im Rennen fetten Unfall gemacht. So dass das Rennen unterbrochen wurde. Jetzt wieder Massa. Hat sich übelst aufgeregt, hat auf das Lenkrad gehämmert, wie kein zweiter. Und ja, was soll man sagen? Dann, letztes Ding, war immer noch so ein Neuling dabei aus Finnland. Bei uns ist keine Ahnung, wie der hier raus, kann ich euch nicht genau sagen. Und ich habe vergessen, vorhin Kers einzusetzen. Das machen wir jetzt auch mal. Ja, auf jeden Fall recht schön die Map, wie ich schon gesagt habe. Oder ich sag immer Map, ne? Und ich habe gebremst, aber irgendwie. Hier hat sich Hamilton sich auch einmal verbremst, wie ich glaube, letztes. Ne, nicht Hamilton, sondern der Spanier hier. Ah, mir fällt der Name gerade nicht ein. Mir fällt gleich wieder ein. Hamilton, nicht Hamilton, sondern. Ach, mir fällt ihn doch nicht ein. Halt auch so ein Drecks-Spanier. Und nein, ich drehe mich nicht. Ich drehe mich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ich habe die Auflösung. Alonso heißt dieser Spasti, genau. Alonso hat einen Fehler gemacht. Er hat sich verbremst. Und es gibt bestimmte Zeitstrafe. Ja, auf jeden Fall mal Onsen Neuling. Ist auf Platz 3 gekommen. Sehr verwunderlich. Wer auf Platz 3 ist, weiß ich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, King Raikkonen war, glaube ich, nur unter den Top 5. Auf jeden Fall sehr schön, weil der ist ja im Moment Zweiter. Der Gesamtwertung. Vettel ist ja noch auf der 1. Ich schaue mir das heute morgen Abend auf jeden Fall an. Wir haben jetzt gerade 11:30 den 7. Juli, glaube ich. Also das Rennen, das kam vor ungefähr 3 Stunden. Ich sitze mich jetzt hier hin und fahre eine Runde. Eigentlich habe ich ja gesagt, dass ich fällt mir gerade ein, dass ich das letzte nachkommentieren wollte, aber habe ich das, ist mir das jetzt erst gerade eingefallen. Aber es geht ja im Moment gerade auch so. Ist ja nicht so, ist so schwer wie in Montreal. Doch viel einfacher, vor allem weil ich auch die uns was geändert habe. Schwierigkeit kann auch sein, weiß ich nicht genau. Weil ich es immer wieder lösche. Auf jeden Fall. Ah. Verdammt. Bestimmt wieder Strafe bekommen. Nein, zum Glück nicht. Dritte Runde, ne, vierte. Ne, dritte Runde sind wir gerade. Jetzt die vierte Hamilton, schnellste Rennrunde. Unter Platz geht im Moment noch, ob ich das eventuell nicht noch schlechter werde. Wieder eine Strafe, geil. Komm, geh vorbei. Der nächste kommt hoffentlich nicht dran vorbei. Aber wenig keine Strafe bekommst, finde ich sehr schön. Und ja, ich muss ein bisschen leise reden, mein Bruder schläft wahrscheinlich schon. Deswegen, oh, gehen die Kufen.
Auf jeden Fall ist Sebastian Vettel wieder mal auf Pole. Ich glaube, zweimal war er bislang jetzt auf der Pole. Scheiße, bin ich aus auf die Bremse gegangen, anstatt Kerst zu bringen. Verdammt. Immer wenn ich Ding drück, Kerst hinten aufmache, dann leckt es bei mir aus. Wie? Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Auf einmal leckt es, so ruckelt es ein bisschen, aber ich hoffe, es ihr seht es nicht im Video. Auf jeden Fall, vierter Platz ist im Moment noch sehr gut. Finde ich positiv, oder finde ich Hamilton natürlich wieder auf Platz 1. Finde ich natürlich nicht so positiv, aber was wir machen, Mark Webber, 3 Plätze hinter mir, Hamilton, die schnellste Rennrunde, hat sich wieder verbessert. Hier kommt die letzte Rennrunde hinein. Mal schauen, ob ich den vorderen eventuell noch bekomme. Aber jetzt leckt es doch gerade ganz schön, oder es ruckelt. Schumacher bei mir vorbei. Schumacher kriege ich noch. Das verspreche ich euch. Muss mich ganz kurz konzentrieren. Vielleicht habe ich ihn in der nächsten Kurve schon. Fitz mit der Tastatur zu spielen war noch besser eigentlich. Leichter. Das ist auch nicht warum, aber irgendwie. Finde ich das mit Tastatur hat gar nicht so schlecht. Standardeinstellung dort auch richtig gut eigentlich. Mit Leertaste Gas und Steuerung mit Bremsen. Wenn man sich damit erstmal eingespielt hat, läuft das wie geschmiert. Jetzt eine Runde Kerz geben und dann kriegt ihn vielleicht. Du fährst jetzt in deiner verwirbelten Luft. Dadurch hast du weniger Abtrieb. Jawohl, läuft. Hoffentlich keine Strafe, weil ich ja nachher noch 10. Nein, verdammt. Also wahrscheinlich komme ich nicht unter die Top 10. Ich habe so viele Strafen noch reingeräumt. Gucken, wie viel ich zurückgeworfen werde. Ich denke auf jeden Fall um einiges. Lewis Hamilton schon im Ziel. Sehr unnice, wie ich finde. Naja, kann man nichts machen. Platz 10 unter die Top 10 werde ich vermutlich nicht kommen. Wegen den ganzen Strafen. Schauen wir einfach mal, was für einen Platz ich bekommen habe. Platz 16. Recht gut, allerdings die Strafen hat es mich reingezogen. Naja, man kann es nicht machen. Kann es nicht ändern. Mal schauen, wer auf Platz 1 ist. Felipe Massa ist Platz 10. Mein Teamkollege ziemlich gut. Romain Grosjean habe ich heute gar nichts mitbekommen in den Rennen. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich gleich erste Drittel rausgeflogen. Ist ja ein Lappen. Lewis Hamilton wieder oben. Pastor Maldonado. Auch gut. Also Leute, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.